Hallo ihr Lieben, heute werden wir zusammen eine Gemüse-Reispfanne machen. Und zwar benötigen wir dafür etwas Olivenöl zum Anbraten, eine große Zwiebel sowie eine ganze Paprika, ein paar Tomaten und ein paar Frühlingszwiebeln, 200 Gramm Champignons, ihr könnt natürlich auch weiße nehmen oder ganz andere Pilze, 300 Gramm Langkornreis, da könnt ihr natürlich auch einen anderen verwenden. 1300 Milliliter Gemüsebrühe. Etwas Weißwein zum Ablöschen. Könnt ihr natürlich auch weglassen und nur mit der Gemüsebrühe ablöschen. Zum Würzen etwas Salz und Pfeffer. Sowie Paprikapulver rosenscharf. Etwas Kurkuma. Currypulver. Und ich nehme noch zusätzlich ein Wokgewürz. Wenn ihr das nicht habt, ist das auch nicht schlimm. Ihr könnt, wenn ihr mögt, auch ein anderes Asia-Gewürz nehmen oder das komplett weglassen. Das Gemüse könnt ihr natürlich auch variieren, was ihr da am liebsten esst. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir auch schon mal los. So, wie ihr seht, habe ich das ganze Gemüse schon klein geschnitten. Ich habe die Zwiebel gewürfelt, die Paprika, die Champignons und die Tomaten in kleine Stücke geschnitten und die Frühlingszwiebel auch klein in Streifen geschnitten. Meinen Reis habe ich schon abgewogen, 300 Gramm sind das. Und die Gemüsebrühe habe ich auch schon gekocht, 1300 Milliliter Wasser mit dem Pulver oder dem Würfel oder der selbstgemachten Brühe, was ihr habt. Das kann man jetzt schon beiseite stellen. Jetzt werde ich einen großen Topf erhitzen und etwas Olivenöl hineingeben. Und wenn das Olivenöl jetzt gleich heiß genug ist, werde ich zuerst die Zwiebel andünsten und danach dann das ganze restliche Gemüse dazugeben. Also die Paprika, die Tomaten, die Pilze und zum Schluss noch die Frühlingszwiebel. Das Ganze werde ich gut unterrühren, anbraten lassen, ganz leicht. Und dann das Ganze mit Weißwein ablöschen und die Gemüsebrühe dazu gießen. Wenn ihr den Weißwein nicht nehmen möchtet, dann löscht ihr das gleich nur mit der Gemüsebrühe ab. So, das Gemüse habe ich jetzt alles angebraten bzw. andünsten lassen. Jetzt gebe ich meinen ganzen Reis noch hinein, um den auch kurz mit anzubraten. Alles auf höchster Stufe. So, dann werde ich das Ganze mit dem Weißwein ablöschen. Wenn ihr kein Weißwein mögt, dann müsst ihr jetzt in die Gemüsebrühe reingeben. Ganz kurz aufkochen lassen. Gebe ich noch die Gemüsebrühe hinzu. Stelle das Ganze nun auf halbe Stufe. Also ich habe 9 Stufen, deswegen auf knapp 6. Ansonsten, wenn ihr 6 Stufen habt, könnt ihr das auf 3,5 bis 4 stellen. Jetzt würze ich das Ganze mit Salz und Pfeffer. Ihr müsst nicht so viel Salz hineingeben, da die Gemüsebrühe ja schon sehr salzig ist. Ansonsten könnt ihr mit dem Pfeffer nach Geschmack würzen. Von den anderen Gewürzen, also Curry, Kurkuma und Paprika, nehmt ihr so circa einen Esslöffel voll hinein. Genauso wie mit dem Wok-Gewürz, da nehme ich auch ungefähr einen Esslöffel hinein. Und zum Schluss, wenn das Ganze fertig ist, könnt ihr ja natürlich auch noch nachwürzen, wenn euch das geschmacklich noch nicht ganz passt.
Ja, das Ganze muss jetzt ca. 10 bis 20 Minuten, das liegt ganz an dem Reis, was ihr da nehmt, durchziehen bzw. köcheln und dann wäre das fertig. Also sobald die ganze Flüssigkeit hier in den Reis und dem Gemüse eingezogen ist, verdünstet ist, dann wäre das die Reispfanne fertig. Ja, dann melde ich mich in ungefähr 20 Minuten zurück und zeige euch das Endergebnis. Ja, und das war es für heute auch schon wieder. So sieht das Ganze auf dem Teller aus. Ich hoffe, ihr werdet das Rezept nachprobieren und wir sehen uns bald wieder.